herzlich willkommen zu Break, Ihrem Infomagazin hier im offenen Kanal Wernigerode. Mein Name ist Vanessa Bollmann und das sind die Themen der Woche. Stadt Wernigerode gratuliert Olympiasieger Christopher Gother. Haseloff verurteilt Übergriffe in Halberstadt. Jugendwettbewerb gegen das Vergessen. Stadt Wernigerode gratuliert Olympiasieger Christopher Gother. Christopher Gother hat die deutsche Siegesserie im Eiskanal von Yangqing fortgesetzt und die Goldmedaille im Skeleton für Deutschland geholt. Der 29-jährige gebürtige Wernigeröder ist der erste Deutsche, der in dieser Disziplin siegte. Oberbürgermeister Peter Gaffert sagte direkt am Freitag nach dem Sieg: "Diese Goldmedaille ist auch für die Stadt Wernigerode etwas ganz Besonderes. Wir gratulieren Christopher Gother sehr herzlich zu seinem tollen Erfolg. Dieser bringt dem Rudesport in unserer Region weitere Aufmerksamkeit." Zu Ehren des tollen Erfolgs der deutschen Athletinnen und Athleten wurden am Wernigeröder Rathaus kurzerhand olympische Ringe aufgestellt. Die Ringe sind ein Stück Geschichte aus Schürke. Der kleine Ort war lange ein renommierter Wintersportort mit besten Ausgangsbedingungen. Die historischen olympischen Ringe werden nun als Fotomotiv in den nächsten Tagen am Rathaus zu sehen sein. Christopher Gother sandte indes online Grüße aus Peking direkt nach Wernigerode, worüber sich Oberbürgermeister Peter Gaffert sehr freute. Sein Stellvertreter Ilmo Kramer schickte gemeinsam mit Stadtratspräsident Uwe Friedrich Albrecht sowie Dirk Klaus und Jens Weidlich vom Schürker Rode- und Bobsportverein einen Gruß und Glückwünsche an den Goldmedaillengewinner und lud ihn in Wernigerodes gute Stube ein, zum offiziellen Empfang und um sich in das goldene Buch der Stadt einzutragen. Haseloff verurteilt Übergriffe in Halberstadt. Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff hat die Corona-Proteste vor dem Privathaus des Halberstädter Oberbürgermeisters Daniel Zaratta scharf verurteilt. Haseloff warnte vor einer Radikalisierung der Proteste und vor einer zunehmenden Instrumentalisierung durch rechtsextreme Kräfte. Haseloff sagte in Magdeburg: "Zur Demokratie gehören auch Meinungsverschiedenheiten. Sie müssen Spannungen aushalten können. Man kann gegen die Corona-Maßnahmen natürlich demonstrieren, aber es gibt auch rote Linien." Die Proteste vor dem Privathaus von Oberbürgermeister Zaratta stellen einen Tabubruch dar und sind aufs Schärfste zu verurteilen. "In unserer Gesellschaft darf es keinen Platz für Hass, Hetze und Einschüchterungen geben. Meine uneingeschränkte Solidarität gilt Oberbürgermeister Zaratta und seiner Familie." Jugendwettbewerb gegen das Vergessen. Gegen das Vergessen, so lautet die Kernbotschaft des Jugendwettbewerbs Denktag 2022, der von der Konrad-Adenauer-Stiftung ins Leben gerufen wurde, um ein Zeichen gegen Antisemitismus, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit zu setzen. Regelmäßig ruft die Stiftung im Nachgang des 27. Januar, dem Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, einen Jugendwettbewerb aus. Ziel ist es, die Erinnerung an dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte wachzuhalten, aber auch das Nachdenken über die daraus erwachsene Verantwortung anzuregen. Der Wettbewerb ruft dazu auf, sich in unterschiedlicher Form mit Texten, Recherchearbeiten, Interviews und anderen Projekten mit Themen wie Nationalsozialismus, Holocaust, aber auch aktuellen Fragen zu Rechtsextremismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit auseinanderzusetzen. In diesem Jahr gilt es, die Beiträge mediengerecht in Form von Instagram-Kanälen aufzubereiten und bis zum 31. Oktober 2022 einzureichen. Anschließend entscheidet eine sachkundige Jury über die besten Beiträge, die im Januar 2023 prämiert werden. Teilnehmen können junge Leute zwischen 16 und 22 Jahren. Weitere Infos gibt es online unter dem eingeblendeten Link. Betriebliche Mitbestimmung stärken. Betriebsratswahlen 2022. Jan Korte, Monika Hohmann und Andreas Henke rufen in einer gemeinsamen Erklärung die Beschäftigten in der Harzregion auf, sich an den bevorstehenden Betriebsratswahlen zu beteiligen. Vom 1. März bis zum 31. Mai 2022 finden in ganz Deutschland Betriebsratswahlen statt. In zehntausenden Betrieben wählen die Beschäftigten ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Betriebsrat. Der Betriebsrat vertritt dabei die Interessen der Arbeitnehmer gegenüber Arbeitgebern und sorgt für Mitbestimmung im Betrieb. Die Wahl einer starken Interessenvertretung ist daher ein wesentliches Element. Deshalb ist es besonders wichtig, auch in den Betrieben Wahlen durchzuführen, in denen es derzeit keine Betriebsräte gibt. Die betriebsratsfreien Zonen müssen der Vergangenheit angehören, so die Linkspolitiker. Demokratie darf nicht vor dem Werkstor enden. Mitbestimmung ist kein Standortnachteil, sondern Standortvorteil, erklären die linken Abgeordneten abschließend. Weitere Infos gibt es auf der eingeblendeten Webseite. Förderung für benachteiligte Kinder. Mehr als eine halbe Million Euro gibt es für die Förderung benachteiligter Kinder. Möglich macht es die Town & Country Stiftung, die sich für Kinder in Not einsetzt und mit ihrem diesjährigen Stiftungspreis gemeinnützige Projekte auszeichnet, die im Bereich Kinderhilfe tätig sind.
Der Stiftungspreis würdigt gemeinnützige Organisationen, die sich mit Projekten, Beiträgen oder Präsentationen im Bereich Kinderhilfe engagieren. Die Bewerbung erfolgt online über die eingeblendete Website der Stiftung. Die Bewerbungsfrist endet am 3. April 2022. Zunächst werden bundesweit je 1.000 Euro an 500 Projekte vergeben, die den Bewerbungskriterien entsprechen. In einem zweiten Schritt werden aus diesen 500 Bewerbungen bundesweit 16 Projekte, das heißt aus jedem Bundesland eines, ausgewählt, die mit jeweils 5.000 Euro dotiert werden. Alle Informationen rund um das Preisausschreiben erhalten Interessierte unter den eingeblendeten Kontaktdaten. Öffnungszeiten im Stadtarchiv müssen leicht eingeschränkt werden. Aufgrund einer krankheitsbedingten Schließung des Stadtarchivs für eine Woche bis einschließlich 21. Februar werden die Öffnungszeiten im Stadtarchiv anschließend wegen des Krankenstandes ab dem 22. Februar leicht eingeschränkt. Ab diesem Termin entfällt bis auf Weiteres der Dienstagnachmittag für den Besucherverkehr. Somit gelten im Stadtarchiv seit dem 22. Februar folgende Öffnungszeiten: Montag und Dienstag von 9 bis 12 Uhr, Mittwoch geschlossen, Donnerstag von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr und Freitag nach Vereinbarung. Das Stadtarchiv bittet um vorherige Anmeldung per Telefon oder E-Mail. Kohleausstieg. Ministerium startet Förderaufruf für Kommunen und Landkreise. Sachsen-Anhalt bringt Strukturwandel, Klimaschutz und Zukunftsfähigkeit auf einen Nenner. Das Wirtschaftsministerium fördert die Erschließung neuer Industriegebiete in der Braunkohleregion mit insgesamt bis zu 50 Millionen Euro. Der von der Landesregierung beschlossene Förderaufruf Wasserstoff wurde jetzt veröffentlicht. Gefördert werden Kommunen, Landkreise und öffentliche Träger bei der Erschließung neuer Industrie- und Gewerbegebiete in den Braunkohleregionen des Landes. Ziel ist die Ansiedlung von Unternehmen, die auf die Herstellung und Verwendung von grünem Wasserstoff ausgerichtet sind. Antragsberechtigt sind Gebietskörperschaften sowie sonstige Träger, soweit sie öffentliche, vor allem kommunale Aufgaben in oder für die Gebietskörperschaften erfüllen. Die Erschließung des Industrie- und Gewerbegebietes einschließlich des Grunderwerbs kann mit bis zu 90% gefördert werden. Interessierte Kommunen, Landkreise und sonstige öffentliche Träger können ihre Vorschläge bis zum 31. Juli 2022 einreichen unter der eingeblendeten Adresse. Ist der Vorschlag grundsätzlich förderwürdig, kann im zweiten Schritt ein detaillierter Förderantrag bei der Investitionsbank gestellt werden. Der heute veröffentlichte Förderaufruf Wasserstoff fügt sich in der Mitte Mai 2021 von der Landesregierung beschlossene Wasserstoffstrategie ein und ist unter dem ebenfalls eingeblendeten Link zu finden. Stadtverwaltung Wernigerode informiert. Online-Terminvergabe wurde erweitert. Im Juli 2021 wurde die Online-Terminvergabe der Stadtverwaltung freigegeben und seitdem rege genutzt. Auf der Internetseite ist die Terminbuchung über ein Fenster auf der Startseite und in der Rubrik Bürgerdienste aufzurufen. Bislang war die Terminvergabe für Dienstleistungen der Bürgerinformation nutzbar, nun wurde sie um 11 neue Anliegen aus dem Bereich der Kita- und Hortverwaltung erweitert. Das Portfolio für die Terminvergabe reicht von der Anmeldung eines Kita- oder Hortplatzes über die allgemeine Beratung bis hin zu Änderungsmeldungen. Wer online einen Termin vereinbart hat, erhält anschließend eine Mail mit den mitzubringenden Unterlagen. Der zugesandte Termin lässt sich in jedem Smartphone oder Outlook-Kalender digital übernehmen. Einen Tag vor dem Termin wird eine Erinnerungsmail versandt. Die Termindauer wird automatisch anhand des jeweiligen Anliegens ermittelt. Vergeben werden mindestens 10 Minuten, maximal 25 Minuten. Rampenlicht, Plaudereien im Theater. 2 Tage nach der lang ersehnten Premiere von Schwanensee treten 2 Mitglieder des Ballettensembles ins Rampenlicht, um von sich zu erzählen, zu plaudern, sich Fragen des Teams zu stellen und gemeinsam mit dem Publikum einen fröhlichen, amüsanten Abend zu verleben. Die Theatervördervereine und das Nordharzer Städtebundtheater freuen sich sehr, am 28. Februar um 19 Uhr im Theatercafé in Quedlinburg Prima Ballerina Katharina Cherolini und den Tänzer Lukas Ziegele begrüßen und vorstellen zu dürfen. Madama Butterfly, Musiktheater, Premiere in Halberstadt. 2,5 Jahre nach der erfolgreichen Aufführung von Tosca kehrt der österreichische Regisseur Werner Pichler mit der Oper Madama Butterfly an das Theater in Halberstadt zurück. Zu erleben am 12. März um 19.30 Uhr im Theater Großes Haus in Halberstadt. Podiumsgespräch zu Wojciech. Das neue Dramaturgieformat Rampenlichter, Hashtag Wer, Wie, Was, Warum, hatte zu Beginn dieser Spielzeit mit ehrgeizigen Plänen gestartet. Hochkarätige Gäste wurden angefragt, Lesungen geplant, Kooperationen mit Institutionen eingefädelt und Sonderprogramme avisiert. So laden die Veranstalter nach der Vorstellung Wojciech Neugierige und Interessierte ins Theatercafé Quedlinburg, um nachzufragen.
Die Hausregisseurin und Schauspieldramaturgin Rosemarie Vogtenhuber gibt Einblicke in die Hintergründe des Stückes und der Inszenierung, erzählt über die Sonderstellung des vor 185 Jahren am 19. Februar 1837 verstorbenen Autors Georg Büchner. Nicht nur sein schriftstellerisches und wissenschaftliches Schaffen, sondern auch sein politisches Engagement machten ihn zu einer Persönlichkeit höchsten Interesses. Am Freitag, dem 4. März, gibt es nochmals die Möglichkeit, die hochgelobte Aufführung zu sehen und danach um 21.45 Uhr im Rampenlicht die Eindrücke zu vertiefen und ins Gespräch zu kommen. Hausbau- und Energiemesse in Ilsenburg. Die Baumesse startet zum 17. Mai nach 2 Jahren Zwangspause mit ca. 100 beteiligten Firmen und Organisationen vom 18. bis 20. März in der Harzlandhalle und auf dem Freigelände. Mit dabei sind neben Hausbaufirmen Inneneinrichter, Umbauer, Renovierer, Sanierer, Energiedienstleister und vieles mehr. Viele mehr. Macht da mehr Sinn. Hausbau- und Energiemesse in Ilsenburg. Die Baumesse startet zum 17. Mai nach 2 Jahren Zwangspause mit ca. 100 beteiligten Firmen und Organisationen vom 18. bis 20. März in der Harzlandhalle und auf dem Freigelände. Mit dabei sind neben Hausbaufirmen Inneneinrichter, Umbauer, Renovierer, Sanierer, Energiedienstleister und viele mehr. Diese Familienfrühjahrsmesse unter dem Motto Schöner wohnen, besser bauen und leben sorgt mit ihrem Angebot für Schwung und Nachfrage in der Harzregion und darüber hinaus. Geöffnet ist die Ausstellung täglich von 10 bis 18 Uhr. Das war Break, Ihr Infomagazin hier im offenen Kanal Wernigerode. Ich wünsche Ihnen noch gute Unterhaltung.